Über 6,2 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland können nicht oder nur sehr schlecht lesen und schreiben. Anders gesagt ist das etwa jeder zehnte Erwachsene in Deutschland. Nicht richtig lesen und schreiben zu können, ist für die Betroffenen ein großes Problem. Ihnen fällt es schwer, sich im Alltag zu orientieren, Formulare auszufüllen, an politischen Wahlen teilzunehmen, bei gesellschaftlichen Ereignissen wie einer Fußball-Weltmeisterschaft mitreden zu können, die eigenen Finanzen zu verwalten und noch vieles mehr ist kaum möglich, wenn man nicht lesen kann. Sich Hilfe zu suchen ist auch nicht einfach. Betroffene müssen sich erst einmal überwinden, ihre Schwäche gegenüber einem anderen Menschen zu zeigen. Danach müssen sie ein Hilfsangebot finden, das sie erreichen und zeitlich nutzen können. Denn über 60% der gering literalisierten Erwachsenen haben eine feste Arbeit. Die Bundesregierung fördert deshalb Projekte, die erforschen, wie man dieser Zielgruppe besser helfen kann. Hier setzt Projekt Alphabot an. Das Institut für Gesellschaft und Digitales der FH Münster und der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung arbeiten im Auftrag des BMBF. Bei Alphabot erforschen wir, ob ein Chatbot eine geeignete Möglichkeit ist, um gering literalisierte Menschen zu erreichen, ihnen Hilfe im Alltag anzubieten und ihnen Hilfsangebote zu vermitteln. Dazu haben wir den KI-Chatbot Lalo entwickelt. Lalo versteht Spracheingaben ebenso wie geschriebenen Text. Die Antworten kann man selbst lesen oder sich parallel von Lalo vorlesen lassen. Lalo steht rund um die Uhr zur Verfügung. Alle Antworten sind in einfacher Sprache redaktionell aufbereitet und auf ihre Richtigkeit hin geprüft. Zusätzlich ist Lalo mit barrierearmen Kontrasten und der barrierearmen Schriftart Semikolon Plus ausgerüstet. Damit ist Lalo optimal auf die Zielgruppe der gering literalisierten Erwachsenen abgestimmt und hebt sich von anderen Chatbots deutlich ab. Während der Projektlaufzeit haben wir Lalo mit verschiedenen Themen ausgestattet, die gesellschaftlich sehr relevant sind. Die Bundestagswahl 2021, die Landtagswahl in NRW 2022 und die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2022. Zusätzlich haben wir kleine Sprachlerneinheiten angeboten sowie einen Themenblock zu finanzieller Grundbildung entwickelt. Wir haben jedes Thema mit Betroffenen in Lese- und Schreibkursen getestet und die Teilnehmenden um ihre Meinungen gebeten. Wir haben freie, nicht standardisierte Beobachtungen und Befragungen durch Projektmitarbeitende genutzt und zusätzlich standardisierte Befragungen innerhalb von Lalo eingesetzt. Mit den Testergebnissen konnten wir Lalo nach jedem Thema weiterentwickeln und Erkenntnisse für unsere Forschungsfragen sammeln. Lalo erreicht am besten die Alpha-Levels 2 und 3. Hier zeigen unsere Befragungsdaten, dass 90% der Befragten ein eigenes Smartphone haben und es bedienen können, 60% haben sich die Antworten von Lalo ganz oder teilweise vorlesen lassen, 80% haben die Antworten von Lalo gut verstanden und ebenfalls 80% fanden die Antworten informativ und hilfreich. Über 50% würden Lalo in einem Kurs nutzen, über 20% zusätzlich auch zu Hause. Die bisherigen Ergebnisse von Alphabot zeigen, dass ein auf die Bedürfnisse gering literalisierter Erwachsener abgestimmter Chatbot sehr gut geeignet ist, um diese Zielgruppe zu unterstützen. Vor allem in Kursangeboten können Chatbots mit entsprechendem Inhalt den Unterricht sinnvoll ergänzen.